Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist Natascha mit einer weiteren Wochendeko in meinem Planer. Dieses Mal haben wir schon die Woche 7 fürs Jahr 2022 und es geht in die Valentinstagswoche. Ich habe wie schon in anderen Videos meine Seite in drei gleich große Bereiche unterteilt und zeichne mir dann in diese drei Bereiche jeweils einen Rahmen. Dieses Mal habe ich mich für einen Glitzer-Gelstift in Pink entschieden. Ja, nach dem letzten Wochen Rot dachte ich, es wäre mal Zeit für ein Quietschpink. Irgendwie passt das ja auch zum Thema Valentinstag. Da kann es ja auch nicht rosa genug sein oder nicht pink genug. Ich habe gesehen, dass ich manchmal mit der Hand nicht so viel Platz habe und da habe ich mir einen Schmierzettel mit ins Bild genommen und benutze das, um meine Hand aufzulegen, ohne dass ich dann viel rumschmieren muss. Das ist schon die rechte Seite. Auch die wird in drei gleiche Bereiche unterteilt und der letzte wird nochmal halbiert fürs Wochenende. Manchmal, je nachdem, was für ein Gelstift ihr besitzt, fangen die irgendwann an zu schmieren und da gehe ich gerne mit einem trockenen Taschentuch und mache die Spitze sauber, dann kann ich dann vernünftig weiterzeichnen. Jetzt noch die zwei kleinen Kästchen, dann haben wir schon mal das fertig. Dieser Stift ist einer der wenigen, der scheinbar tatsächlich bis zum Ende durchhält und nicht kurz vor Ziellinie auf einmal nicht mehr zeichnen möchte. Wie ihr seht, habe ich dieses Mal eins der Chalk Inks von Action mir ausgesucht, einen Blending Brush und eine Herzschablone von Action. Ich habe eine magnetische Unterlage von Nelly Snellen und diese möchte ich heute mal ausprobieren. Dann gibt es ein magnetisches Lineal bei und das hält dann eure Schablone an Ort und Stelle, genauso wie die kleinen Magnete. Diese oder ein ähnliches Produkt gibt es aktuell auch beim Action für 3,99 €. Ich habe dann mir das Ganze angeguckt und ich fand das für mich persönlich unnötig, weil ich halt schon eins habe. Da selbst für 4 Euro Geld auszugeben für ein gleiches Produkt, was ich schon besitze, was dann quasi entweder dieses Produkt verdrängt oder halt einfach nur Platz einnimmt. Das war für mich jetzt unnötig. Ich habe hier einmal sauber gemacht, das Ganze beiseite geräumt. Hier ist meine Stempelhilfe. Da ich dieses Mal mit, ja, mit, genau, Rubberstempeln, also mit Gummistempeln arbeite, die auf S-Mount montiert sind, musste ich halt die Schaumeinlage rausnehmen. Die sind halt etwas breiter gearbeitet und oder dicker. Hier stempel ich übrigens auch mit einem Stempel von Action. Also gab mal die eine oder andere Frage, ob die gut sind oder nicht. Und ich muss sagen, die sind wirklich toll. Für Einsteiger, für Leute, die sonst keine Alternativen haben, für Leute, die schon eine große Sammlung an verschiedensten Stempelkissen haben, ist das unnötig. Also, das ist definitiv für Einsteiger, für Kinder, für Leute, die halt in dem Bereich noch nicht so viel zu Hause haben. Ich denke mal auch, dass die irgendwann auch austrocknen und dann gibt es ja keine Auffüller. Das heißt, es ist kein Produkt, was man auf Dauer nutzen kann. Wenn man sie hat, sollte man sie benutzen. Das mache ich hier auch. Ich habe hier ein, ich denke mal, Etikettierfolie, Etikettierpapier genommen. Und das Herz, was ich jetzt im Hintergrund gestempelt habe, habe ich jetzt auch separat gestempelt, weil ich beim Stempeln mich leider verdrückt habe. Das heißt, mir ist das Papier verschoben. Und da ich das halt retten wollte, war jetzt diese Alternative die einfachste. Das heißt, das Gute ist, ihr könnt immer alles überkleben. Ich habe hier mit einer Tonic-Schere konturgenau alles ausgeschnitten
und werde gleich die rechte Seite, die ich halt jetzt beim Stempeln versaut habe, retten. Es gibt also ziemlich für jeden Fehler auch eine Lösung und wie man so schön immer sagt, bei Karten und ähnlichem, ja, wenn irgendwas nicht passt, verschmiert ist oder sonst was, ja, kleb irgendwas drüber. Das funktioniert natürlich auch auf unseren Planerseiten, die ziemlich dünn sind und wir gehen halt nicht umsonst auf Nummer sicher und machen das alles auf Etikettierfolie oder Etikettierpapier, damit halt Fehler vermieden werden können. Nach dem Herzchen habe ich jetzt auch noch einen Schnörkel. Übrigens sind diese Stempel, die ich benutze, alle von Magnolia. Wie ihr seht, habe ich auch mir die ganzen Stempelkissen von Action einmal auf einen separaten, ja, separate Ansammlung von Blättern gestempelt, gewischt, damit ich weiß, wie die Farben wirken. Danach kann ich auch die passenden Farben für mein Projekt aussuchen. Die liegen bei mir mit in der Kiste, in der auch die Stempelkissen sich aufbewahren, also nicht die Stempelkissen aufbewahre. So habe ich die immer griffbereit, wenn ich die tatsächlich brauche. Die Gummistempel, ja, die haben halt eine gewisse Breite, Tiefe und so weiter. Und dann muss ich halt ein bisschen improvisieren. Da ich meine Stempelhilfe nicht versauen möchte, habe ich halt immer einen Schmierzettel drunter. Je nachdem, ob ich dann halt über den Rand hinaus stemple, geht das auf den Schmierzettel und wenn der irgendwann komplett versaut ist, wird er entsorgt und kommt neuer drauf. Hier wieder ein weiterer Stempel. Ich habe eine ziemlich große Magnolia-Sammlung inzwischen. Da sind viele Stempel dabei, die man schon gar nicht mehr kaufen kann. Die gibt es halt nicht mehr auf Lager oder im Shop zu kaufen. Bei dem Stempel ist mir zum Beispiel aufgefallen, der ist eigentlich flächig, aber bei dem großen Herzen, da habe ich eine Macke drinne. Also ich kann das nicht wegfeilen, ich kann das nicht irgendwie retten. Stört mich jetzt auch nicht. Das sieht aus, als ob das so gewollt war. Ich habe das halt hier jetzt in einem, sag mal, krassen Pink gestempelt. Das hebt sich auf jeden Fall von den anderen, ja, sachten Rosatönen schon etwas ab. Und hier ist auch Wiederholung wieder das A und O. Also sieht einfach insgesamt dann einheitlich aus. Und da wir in der Mitte noch nichts haben, habe ich hier noch ein bisschen zur Mitte hin gestempelt. Stempel natürlich immer sauber machen, egal ob das ein Clearstamp ist oder ein Gummistempel. Pflege ist immer sehr wichtig. Mit dem gleichen Pinkton habe ich auch noch Be Mine und My Valentine hier gestempelt. Diese werden dann anschließend mit einer Schere ausgeschnitten. So. Das ist übrigens auch Etikettierpapier, worauf ich gestempelt habe. Und hier kommt Aquarellpapier zum Einsatz, ein Alkabelink in Blacksuit und ich habe mir zwei Magnolia-Motive, also zwei Magnolia-Mädchen ausgesucht. Diese stempel ich halt lieber auf Aquarellpapier und kann die dann anschließend vernünftig kolorieren. Früher habe ich das auf Etikettierpapier gestempelt und das Papier ist halt doch schon sehr dünn und zum Kolorieren ist das schon eine Herausforderung. Und da ich mir das eigentlich alles relativ einfach halten möchte und mit Aquarellpapier doch viel besser klarkomme, mache ich das halt inzwischen auch im Planer, immer auf Aquarellpapier. Das ist dicker, das ist stabiler und robuster und auf jeden Fall viel besser zum Kolorieren. Hier ist ein Action-Set, das habe ich schon sogar im letzten Video verwendet. Es lag bestimmt noch auf meinem Schreibtisch. Und da habe ich also einen Rahmen mir ausgesucht und mit einem hellen Stempelkissen gestempelt und festgestellt, haha, ich habe die Einlage vergessen und Clear Stamps, die brauchen nun mal diese Höhe, ansonsten stempeln die gar nicht ab. Aber auch diese Fehler muss man öfters gemacht haben, weil da lernt man irgendwie nie draus. Das ist nicht das erste Mal. Meine, Gott sei Dank fällt es einem irgendwann auf und dann denkt man, oh mein Gott, ja,
Kein Wunder, dass es nicht stempelt. Diese Rahmen werden jetzt zu meinen Wochentagen. Deswegen genau 7 Stück brauche ich davon. Ich habe dir etwas mit Abstand gestempelt, damit ich sie halt hinterher leicht ausschneiden kann. Hier sehen wir das neue Action-Set. Ich habe mir da einen Banner ausgesucht, den möchte ich halt für Woche 7 für die Seite verwenden. Diesen habe ich jetzt auch in einem dunkleren Pink oder einem hellen Pink im Vergleich zu dem Rest gestempelt. Dann kommt mein Kreativ Zeitlos Woche und eine Nummer 7 zum Einsatz. Diese habe ich jetzt mit Alcavil Ink Black Suit gestempelt. Sauber mache natürlich. Obwohl diese Stempel neu sind, ich weiß nicht, die färben sich so schnell ein. Mein Stempelwoche ist jetzt schon ziemlich dunkel. Das ist ja fast schon schwarz. Aber das ist halt der, ja, so sind die Polymerstempel, die färben sich einfach. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu den Wochentagen. Hier habe ich ein Set. Da sind die Wochentage auf Englisch. Filigran und ja, leicht verschnörkelt. Also so wie wenn jemand das mit der Hand gezeichnet hätte. Nur ist das immer schwierig, selbst mit der Handschrift gleichen Abstände zu treffen und auch relativ gleichmäßig zu schreiben. Da ist das Stempeln doch wirklich eine Präzision. Dann hat man alles gleich und je nachdem auch Woche für Woche das Gleiche. Ist schon sehr praktisch. Es geht auch schneller. Hier habe ich ein Action-Set mit den Tierchen und ein Herz habe ich mir da ausgesucht. Und ich glaube, das stempel ich auch 7-mal für die Erweiterung der Wochentage, um das Datum eintragen zu können. Und dafür nehme ich halt den hellsten Rosaton, damit das halt nicht zu sehr ja, heraussticht, damit ich dann auch vernünftig dann mit Schwarz drauf schreiben kann. Im Grunde ist es auch dasselbe Rosa wie die Wochentag-Label. Ja, jetzt ran an die Schere und alles ausschneiden. Hier habe ich schon alles vorgeschnitten, das habe ich nicht vor der Kamera gemacht. Das ist auch ganz gut, dann ist das Video nicht so lang. Hier platziere ich schon mal alles, wie ich dann ungefähr denke, das hingehört. Die Wochentage sind bereits aufgeklebt, genauso wie die Herzchen. Nee, sind gar nicht. Sah jetzt nur so aus. Okay. Also jetzt die Wochentage aufkleben, die Herzchen dann ein bisschen versetzt mit drauf. So. Und jetzt auch die Woche. Genauso wie Donnerstag. Das ist vom Vorteil, wenn man weiß, wo die Stempel dann später stehen oder sitzen werden oder geklebt werden, dann kann man halt dementsprechend drumherum arbeiten. Ich glaube, der Valentinstag war ein Montag, deswegen habe ich das Be Mine Herz dann im Montag geklebt und Be My Valentine habe ich dann am Sonntag bzw. am Wochenende, weil irgendwie passt das zum gesamten Wochendeko am besten und so habe ich dann ein bisschen Platz. Diesmal gibt es auch wieder Sprenkler. Ich habe das metallische Stempelkissen von Action genommen, das Ganze ja, auf dem Acrylblock gestempelt, mit Wasser verdünnt und mit einem Pinsel verteile ich dann die ganzen Sprenkler überall. Also ihr könnt so ziemlich alles, was wasserlöslich ist, egal ob das Farbe ist oder Stempelkissen, Stempelauffüller, irgendein Spray, können so ziemlich alles
zum Spritzer setzen benutzen. Also benutzt eure Fantasie, nur nehmt das, was ihr zu Hause habt und los geht es. Hier habe ich mich entschieden, wieder mit den Distress-Reinkern zu kolorieren. Ich hole euch ziemlich nah mit der Kamera ran. Das ist jetzt ein Wassertankpinsel von Action. Damit kann ich große Flächen ziemlich gut ausfüllen und ich habe mich hier für, ich glaube, Vintage-Foto entschieden und habe die erste Tilda schon ziemlich dunkel koloriert, also das Gesicht ziemlich dunkel oder der Hautton dunkel. Und dann habe ich gedacht, bei der zweiten machen wir das ein bisschen anders. Hier versuche ich ein bisschen mit dem Rosaton das Ganze ein bisschen aufzuhellen, aber das war, glaube ich, nicht mehr wirklich möglich. Bisschen Wangen angedeutet und jetzt kommen die Schattierungen, die das ganze Gesicht und die Form ein bisschen definieren. Das Herz wird auch in Rosa, also derselbe Rosaton, der auch für die Wangen benutzt wird. Und wenn wir schon dabei sind, auch die Glasur auf der Torte und die Haarschleife. Mit einem Pinkton wird das Ganze noch ein bisschen schattiert. Das ist das Schöne bei den Distress Reinkern. Ihr könnt so viel Farbe übereinander setzen und die Farben untereinander mischen, dass es sich jedes Mal auch eine neue Farbe ergibt. Das T-Shirt, habe ich gedacht, bleibt weiß, genauso wie die Torte oder Tortenform. Deswegen auch mit Pommeston bisschen Schatten andeuten. Die Haare werden blond. Deswegen auch mit Gelb, mit hellem Gelb anfangen und da, wo ich denke, die dunkelsten Stellen sind, ausfüllen. Ich lasse immer so einen weißen Kranz, so Lichtkranz. Das gibt dem Haar so einen gewissen Glanz oder die Illusion von Glanz. Quasi da, wo das Licht reflektiert im Haar. Hier versuche ich noch ein ganzes bisschen zu definieren, ein bisschen mit Braun zu schattieren. Ich meine, das müsste sogar Walnuss sein. Das ist der dunkelste Braunton, den ich habe. Und ich habe, wie gesagt, für die großen Flächen den Action-Wassertankpinsel benutzt und für den Rest benutze ich jetzt meinen blauen. Ja, der ist halt wirklich sehr viel feiner an der Spitze und damit kann ich halt die Farbe viel besser dosieren. Jetzt setzen wir uns ein bisschen Schatten ins Haar, auch wieder mit einem Braunton. Ich denke mal, ich gehe davon aus, dass das jetzt Vintage-Foto ist. Und wir setzen uns halt Striche, um dem Haar auch die Struktur von Haar zu geben. Da, wo ich denke, wo der Schatten sitzt, wird das Braun halt stärker verblendet und benutzt. Das müsste jetzt sogar schon schwarz sein. Da setze ich halt die richtig dunklen Schattierungen. Die Wangen werden noch angedeutet mit einem Feinliner, die Augen schwarz und mit einem weißen Feinliner Highlights ins Auge zeichnen. Für den zweiten, für den Engel, für die zweite Tilda habe ich mich dann entschieden, etwas hellere Töne zu nehmen und habe dann, ja, nicht so fies dunklen braunen Hautton gewählt. Ich bin da heller geblieben. Ich habe mich sogar entschieden, für den kleinen Engel die Haare in einem silberweißen Ton, also so eine Art grau meliert, zu kolorieren. Und der Rest bleibt halt relativ pastellig. Also ihr seht, ich benutze dann hier so ein bisschen Grau, ein bisschen zartes Rosa, helles Braun.
Und die Schattierungen werden halt dann auch in Grautönen gehalten. Und bei dem Haar, ja, da braucht ihr keine Farbe, da geht ihr direkt nur mit Grau schattiert das Ganze, wo ihr denkt, der Schatten sitzt. Und der Rest, den lässt ihr einfach weiß. Das ist das Einfachste. Um das Ganze zu definieren, wird noch ein bisschen Schwarz mit hinzugefügt, damit die Schattierungen halt kräftiger werden. Im Gesicht ein bisschen mit Braun die Schattierungen definieren. Auch die restliche Hautfarbe, leichte, dezente Schattierungen in Braun. Die Herzchen genauso mit Braun schattieren. Die Augen wieder mit Feinliner schwarz ausmalen und mit einem weißen Gelstift die Licht, ja, Punkte setzen. In den Wangen noch ein bisschen. Und dann sind wir schon mit dem Kolorieren fertig. Jetzt müssen die Motive noch aufgeklebt werden. Hier zoomen wir ein bisschen raus, damit ihr auch mehr sehen könnt. Hier verwende ich natürlich wieder meinen Lieblingsflüssigkleber. Den konnte ich irgendwie nicht finden, also habe ich eine neue Flasche aufgemacht, habe dann die Versiegelung rausgezogen und eine neue Flasche angefangen. Das Ganze beschweren mit meiner Dose, die hier schon griffbereit auf meinem Tisch liegt. Jetzt noch das zweite Motiv. Kleber drauf. Aufkleben. Da war ich mit den Lichtpunkten nicht so ganz glücklich, habe das Ganze noch ein bisschen nachgezeichnet. Wenn der Gelstift trocknet, kann es durchaus passieren, dass die Farbe ein bisschen blasser wird. Hier habe ich einen Glitzerstift von Nuvo und habe dann die Herzchen und auch die Flügel von dem Engelchen, genauso wie die Schleife und das Herz auf der Torte beglittert. Jetzt fehlen eigentlich noch die Wochentage und die Einteilung der Woche. Und die mache ich wie immer mit meinem Fiction-Stift. Da male ich meistens auch zweimal übereinander, damit man die Zahlen besser lesen kann, damit die auch richtig schön schwarz sind. Und damit wären wir fertig. Yay, eine weitere Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs bis zum Ende bleiben und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!